Ja, Hendrik Thul, 1:3 verloren. Ihr habt 1:0 geführt, am Sieg so ein bisschen schon geschnuppert, aber war schon eine starke Mannschaft heute, oder? Ja, dass die Lautra gut zusammenspielen und viel den Ball laufen lassen, wussten wir von vornherein, wurden auch darauf eingestellt, haben in der ersten Halbzeit eigentlich gut mitgespielt, haben nicht ganz so viel zugelassen, haben dann auch nach vorne gut den Ball laufen lassen. Ja, und in der zweiten Halbzeit haben wir dann einfach keinen Zugriff mehr bekommen und haben dann ja die 3 Gegner bekommen. Im Endeffekt können wir Gutes daraus ziehen, dass wir endlich mal den Ball laufen lassen haben, uns getraut haben, Fußball zu spielen. Und dann müssen wir jetzt einfach mitnehmen gegen Engers und was dann auch in Zukunft. Die Gegentore, wie würdest du sagen, kann passieren oder bei der einen oder anderen Standardsituation nicht so gut ausgesehen? Ja, wenn wir da nochmal griffiger werden, nochmal giftiger, dann vielleicht fallen die dann auch nicht. Wir müssen aber jetzt die Köpfe hochbekommen, auch wenn wir unten drin stehen, nochmal alles rausholen und dann für die nächsten Spiele nochmal alles rausholen und dann auch versuchen zu gewinnen.